komm schon. Probleme? Die Scheißkiste macht immer wieder Bandsalat. Wenn du willst, können wir uns die neuen Informationen ansehen. Dann zeig mal, was du rausgefunden hast. Hier, bitte. Zwei der größten Drecksäcke weit und breit. Ja, Point Verdun's Lieblingssohn Thomas Burke. Wie geht's ihm seit Dannys Tod? Vor 9 Wochen torkelt Burke in den Feinkostladen von Roman Barbieri alias der Schlachter. Ist total blau, fuchtelt wild mit seiner Knarre rum, schießt 10 Mal auf ihn. Aber was ist das Einzige, das er trifft? So einen verdammten Schinken, der zufällig im Schaufenster hängt. Die Jungs vom Schlachter haben ihn windelweich geprügelt und in eine Tonne gesteckt. Barbieri hat Point Verdun jetzt übernommen, richtig? Hat Burkes Bein mit dem Wagenheber zermatscht. Darum wollte Burke auch bei dem Raubüberfall mitmachen. Er dachte, dann ist er quitt mit Cerl und kriegt Point Verdun wieder zurück. Ich fand schon immer, dass er ein Arschloch ist. Ist er auch. Genau wie alle anderen Iren. Aber er hasst Marcano so sehr wie du. Alles klar. Vielleicht kann ich Burke zu einer Chance verhelfen, sich für Dannys Tod zu rächen. Was für eine Hackfresse. Meistens hängt er in so einem Bumslokal rum in Point Verdun. Es heißt Duffy's. Dürfte leicht zu finden sein. Ich hoffe, dass der Knabe die Mühe wert ist. Burke ist schon ziemlich irre, aber ein Irre, der Cell tot sehen will. Finde ihn. Hey, Vorsicht mit meinen Akten, da gibt's ein System. Hier ist wieder die Stimme des Hollow, ihr Motherfucker. Dieses Mal haben wir nur Gras im Kopf. Und wir fragen uns, wieso eine kleine Pflanze so einen Aufruhr verursachen kann, dass man sie sogar für illegal erklärt. Und was wollten die, die darauf gedrängt haben, dass Marihuana für illegal erklärt wird? New Bordeaux hat eine lange, stolze Tradition der Kultivierung eigener Laster. Wir haben schon Zigarren und Alkohol hergestellt. Da gab es diese Stadt noch gar nicht. Aber wenn die Regierung ihren Anteil nicht kriegt, gibt es Ärger. Warum also legalisiert man das Zeug nicht oder hebt Steuern drauf? Oder geht es hier noch um was anderes? Einer könnte vielleicht was dazu sagen. Es gibt in den USA insgesamt 100.000 Marihuana-Raucher. Meist Neger, Hispanos, Filipinos und Entertainer. Ihre satanische Musik, Jazz und Swing ist das Resultat ihres Marihuana-Konsums. Es bringt weiße Frauen dazu, sexuelle Beziehungen mit Negern, Entertainern und anderen zu suchen. Mr. Harry Anslinger, der Mann, der für das Verbot von Marihuana verantwortlich ist, hat das vor 30 Jahren gesagt. Er hat uns auch mit folgenden beiden Worten beschenkt. Cannabis lässt Neger glauben, sie seien ebenso gute Menschen wie die Weißen. Also, hat das Cannabisverbot seinen Ursprung ausschließlich darin, dass diese Schweine Farbige verteufeln? Überrascht das irgendeinen von euch da draußen? Dachte ich mir. Aber unterm Strich gesehen, was bedeutet dieses Verbot eigentlich für die Schwarzen? Erweitern wir den Radius mal ein bisschen. Bedeuten diese Gesetze, dass niemand, weder schwarz, weiß, braun noch blau, sich einen Joint anzündet? Thank you.
Burke. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Jetzt habe ich alles gesehen. Dick, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich habe schon mal mit euch Pennern zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Dennis Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nämlich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Leatherhead, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Wo ist der Schlüssel? Was dagegen, wenn ich fahre? Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Du hast dir den Falschen ausgesucht. Komm schon, alter Mann, du bist schon ganz grün und blau, aber nicht vom Whisky. Ich will dich nur warm. Dein scheiß Fahrstil schlägt mir auf den Daumen. Scheiße, ich brauch dringend was zu saufen. Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Komm bei mir im Laden vorbei, dann reden wir über das Geschäft.